Hi meine Freunde, was geht ab? Ein herzliches Willkommen zurück zu diesem Video. Chapter 6 Information OG Season 2024 mit der Chapter 2 Karte und viele, viele geile Geschichten. Wir haben die ersten Informationen, erste Teaser und natürlich Neuigkeiten, in die ich euch natürlich in diesem Video berichte zu Kapitel 6. Ja Freunde, es ist tatsächlich schon so, dass wir jetzt über 50%, knapp über 50% von Chapter 5 erlebt haben. Und ich bin der Meinung, dass das Ganze sehr, sehr krass ist. Wieso finde ich das so? Weil ich finde, Season 1 ist natürlich immer so eine Season, wir leben uns ein, wir erkunden die komplett neue Karte, weil man weiß ja, wenn man irgendwo auf der Karte ist, muss ich in der ersten Season, in den ersten Wochen immer noch auf die Karte gucken, um hier irgendwie Orientierung zu finden, die Waffen natürlich zu erkunden und alle Neuigkeiten. Mit der Season 2 prägt sich das ein und dieses Chapter nimmt seinen Verlauf, wie es natürlich üblich ist. Und so ist es jetzt, dass wir schon über die Hälfte jetzt sind und das ist krank, Freunde. Es ist crazy, dass Chapter 5 jetzt auch schon zu roundabout 50% rum ist. Und das ist auf einer Seite cool wegen einem neuen Chapter und OG, aber auf der einen Seite auch traurig, dass die Zeit so schnell rumgeht, weil Chapter 5 hat so viel Cooles, was ich auf jeden Fall sehr, sehr nice finde. Aber in diesem Video schon die neuesten Infos natürlich zu Chapter 6 und was wir schon so grob wissen. Ne? Leute, wir wissen keine Map oder so, aber jetzt würde ich sagen, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Jetzt starten wir direkt. Und ja, Leute, wie ist es tatsächlich zugekommen? Und zwar wisst ihr ja, dass jede Kapitel bzw. auch jede Season ihren eigenen Namen hat. Beispielsweise ist jetzt Chapter 5 Season 2 und Chapter 5 Season 2 hat den Namen, beziehungsweise jetzt mal in den Dateien mit der Versionsnummer 29. Version 29. Deswegen heißt auch in dieser Season jedes Update Version 29.10, Version 29.20 und weiter. Und immer eine neue Nummer, jetzt in dem Fall Version 30, ist eine neue Season. Und Version 33, das mit den Nummern wird vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen kompliziert. Ich versuche es natürlich so gut wie möglich zu erklären. Version Nummer 33 ist jetzt auf internen Testservern von Epic Games. Das bedeutet nicht auf irgendeinen Staging-Server, Freunde, sondern bei internen Server, auf den hat wirklich nur Epic Games aka Fortnite natürlich Zugriff. Und da wird dann auch schon getestet und das Ganze optimiert. Und das ist jetzt rausgekommen auf internen Testservern Version 33. Und das ist ziemlich interessant, weil genauso war es mit Chapter 5. In Chapter 4 Season 2, auch Mitte April ungefähr, haben wir auch Chapter 5 schon auf den internen Server gehabt. Und eigentlich ist das jetzt im April die übliche Jahreszeit. Also das zeitlich ist das jetzt ganz, ganz typisch für Fortnite, dass sie jetzt schon im April, Mitte April, so roundabout immer plus minus zwei Wochen, dass sie dort schon tatsächlich das neue Chapter auf interne Server spielen und natürlich schon ausprobieren. Weil viele denken, ja ein Chapter, ja gut, machen sie zwei Monate. Nein, ein Chapter wird über Jahre erarbeitet und natürlich auch fortbewegend auf den natürlich vorherigen Ereignissen und Seasons aufgebaut. Ne, das ist jetzt, wenn jetzt schon Chapter 6 auf den internen Servern ist. Freunde, da ist schon ordentlich Druck. Viele denken natürlich jetzt erst, Season 4 wird gemacht, aber was ihr wissen müsst, es wird ja an so viele Dinge gleichzeitig bei Epic Games gearbeitet. Die arbeiten nicht alle an Season 3, dann alle an Season 4, dann an Chapter 6, dann an ein Event zu Chapter 6. Nein, das ist tatsächlich alles unterschiedlich und alle Arbeiten werden parallel zueinander gemacht. Aber nochmal kurz dazu, typisch April Roundabout ist es so, dass halt die internen Server für das neue Chapter geöffnet sind. Und so ist es jetzt wieder. Das bedeutet, mit einer ganz hohen Wahrscheinlichkeit wird Version 33 das neue Chapter sein. Ne, Chapter 6 in dem Fall. Und vielleicht könnte ja irgendwann mal, ich weiß ja nicht, Fortnite wird es ja noch Jahre oder Jahrzehnte geben, vielleicht heißt ja irgendwann Fortnite ein neues Chapter, nicht mehr Chapter 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, also mit Zahlen, die sich fortlaufen, sondern vielleicht gibt es irgendwann mal ein Chapter, was ein bestimmtes Thema im Grundlegenden, also als Grundbaustein hat, worauf dann Seasons aufbauen, ja? Zum Beispiel ein Chapter Future. Und das ist ein Chapter, was sich komplett im Grundbaustein auf die Zukunft und auch Zukunftsmap und Waffen bezieht und natürlich dann auch Seasons darauf aufbaut. Könnte ich mir irgendwann mal vorstellen, Freunde. Aber Chapter 6 in der Version 33 auf internen Servern und das ist sehr, sehr höchstwahrscheinlich Chapter 6. Gut, wie kommen wir jetzt dazu, dass wir eventuell, und jetzt haltet euch fest, eine weitere OG-Season bekommen? Ja, da gibt es die Theorien. Und zwar, Leute, damit ich euch das mal ganz langsam erkläre. Es ist so, dass wir jetzt momentan in Version 29 sind. Wenn jetzt bald Chapter 5 Season 3 startet, ne? Wenn diese Season dann startet, sind wir in Version 30, ne? Startet dann Chapter 5 Season 4, sind wir in Version 31.
Und in Chapter 5 Season 4 31 und Chapter 6 soll 33 sein. Da bleibt die 32 noch übrig. Entweder ist die Version 32 von Fortnite eine weitere OG Season, genauso wie in Chapter 4. Oder, das ist ganz, ganz wichtig, es ist eine normale Season, die halt kurz geht. Was ihr wissen solltet, jetzt kommt der große Haken bei der Sache, bestätigt ist noch nichts. Wir wissen, ja klar, Chapter 6 kommt, wir wissen auch, dass natürlich eine OG-Modus oder Season kommt. Dazu kommen wir auch gleich nochmal, wie das natürlich am praktischsten wäre. Denn, ne, wir wissen ja, OG und so ist natürlich ein großes Thema. Und die Version 32 ist da natürlich ein, ja, noch Platzhalter quasi. Wenn Version 33, ich weiß, es ist ein bisschen verwirrend, aber folgt mir einfach. Wenn Version 33, weil es jetzt schon auf den internen Servern ist, wirklich Chapter 6 ist und was auch sehr, sehr höchstwahrscheinlich so ist, weil warum sollte es dann jetzt schon auf internen Testservern sein, ne? Das ist ganz, ganz wichtig, dass ihr das wisst. Das wird höchstwahrscheinlich das neue Chapter halt sein. Dann ist halt Version 32 noch eine Season 5 quasi. Also Season 3 kommt mit Version 30, Season 4 kommt mit Version 31, in Chapter 5 alle, ne? Und wie gesagt, Season 3 wird am 24. Mai starten. Ich denke mal wieder so bis August. Und im August dann tatsächlich Season 4. Dann natürlich den restlichen August, September, Oktober in die Fortnite-Mares rein. Und dann tatsächlich im November wieder eine wunderbare OG-Season. Das ist Möglichkeit Nummer 1, dass das Ganze wie letztes Jahr in Chapter 4 ist. Bedeutet nach Season 4, die Season 4 wird bis November gehen und wir von bis November, also von Anfang November bis Anfang Chapter 5, also wieder 4 Wochen, einmal OG haben. Das ist eine Möglichkeit. Eine weitere Möglichkeit ist doch, dass Season 3 bis zum, keine Ahnung, bis August ungefähr geht und Season 4 gekürzt wird, sprich Season 4 schon tatsächlich nur bis September geht oder bis irgendwie Oktober Anfang und dann tatsächlich auch Season 5 auch ungefähr eine längere Zeitdauer hat, ne? Das Ganze könnte natürlich auch sein, dass Season 4 gekürzt wird und eine relativ kürzere Season ist, also dass die jetzt nicht von August bis November geht, sondern von August, vielleicht August, September, vielleicht den kompletten August noch September und vielleicht kurzes Teil des Oktobers und in Season 5 dann noch was kommt. Das könnte sein, dass Season 4 auch einfach kürzer ist und Season 5 auch einfach eine Season ist, die auch ein wenig kürzer ist und das nichts mit OG zu tun hat und dann auch Chapter 6 startet. Ist eine Möglichkeit, aber OG wissen wir kommt, hat Fortnite bestätigt. Weil natürlich auch viele sagen, ja, du hast ja gesagt, es kommt ja keine OG-Season mehr und bla bla bla. Ich habe nie gesagt, dass wir definitiv keine OG-Season bekommen. Das ist jetzt auch wichtig, dass ihr da immer richtig zuhört. Seit Monaten sage ich, es kommt und es wird auch kommen und es ist wunderschön. Ich freue mich drauf. Und Chapter 6 wird reinschallern dann im Dezember, beziehungsweise halt das neue Kapitel, worauf ich mich freue, ne, wenn es natürlich laut den Informationen so ist. Und dann natürlich auch OG. Jetzt habe ich ja auch immer gesagt, OG wäre doch ein Modus, der dauerhaft da ist, natürlich besser und Fortnite macht doch nicht wieder eine OG-Season wie letztes Jahr. Wenn wir das Ganze mit diesen Versionsnummern jetzt aber so deuten, wie es in den Files ist und wir das alles jetzt richtig so nehmen und alles so geschieht, wie ich es gerade erklärt habe, Leute, dann ist da noch irgendwas im Busch. Entweder, wie gesagt, Season 4 und Season 5 jeweils ein paar kürzere Wochen oder natürlich OG. Und wir könnten ja tatsächlich im November wieder eine OG-Season bekommen. Vielleicht nicht von Chapter 1, aber vielleicht von Chapter 2. Also da würde ich die Augen aufhalten, Leute, bei Chapter 2, ne, das wünschen sich ja auch sehr, sehr viele, ne, oder Fortnite haut wieder Chapter 1 rein, ne, eins von beiden und dann werden wir natürlich wieder eine OG-Season bekommen und danach startet Chapter 6 und jetzt kommt mein Vorschlag, wie ich es am besten finden würde. Am besten wäre es doch, wenn wir jetzt im November tatsächlich, wie letztes Jahr in Chapter 4, wir kriegen Season 3, Season 4 und in Chapter 5 Season OG kommt dann halt Chapter 2 oder Chapter 1 als OG-Season für einen Monat. Und dann bis Anfang Dezember. Dann kommt Chapter 6. Jetzt haltet euch fest. Chapter 6 startet. Die OG-Season ist dann logischerweise weg. Die geht halt einen Monat, um nochmal diese Feelings zu haben. Schön und gut. Aber gleichzeitig mit dem Start von Chapter 6 ist auch permanent ein Modus im Menü-Tab mit OG. Das heißt, ihr könnt auswählen, spielen wir das neue Kapitel 6 oder spielen wir Fortnite OG. Und den als dauerhaften Modus dann. Also erst wieder einen Monat.
Monat und dann Chapter 6 statt und dann dauerhaften Modus. Also erst die Season und dann den dauerhaften Modus. Und ich glaube, das wäre tatsächlich der beste Weg zu verfahren. Oder es kommt gar keine OG-Season und wir kriegen nur einen Modus. Aber das, wie gesagt, eben wäre so meiner Meinung nach die beste Methode, um das Ganze zu machen. Weil ihr wisst gar nicht, was würde Fortnite sich entgehen lassen, wenn sie nicht im November nochmal einen Chapter 2 beispielsweise als OG bringen. Weil wisst ihr, was das bringen würde? Einen Remixed Battle Pass mit Midas, mit Brutus, mit Muskelkater, mit verschiedensten Charakteren. Dann kriegen wir ein paar Seasons aus Chapter 2, vielleicht sogar alle, ne, mit Marvel und die, wisst ihr, die Möglichkeiten, die gehen nach ganz, ganz oben. Wie gesagt, keine Infos, aber Theorien, haltet die Ohren und Augen offen in der Zukunft, ne, da werden höchstwahrscheinlich nochmal ein paar mehr Infos irgendwann durchsickern und dann haben wir den Salat. Und diese Dinger, Leute, sind natürlich eine wunderbare Geschichte, die ich sehr, sehr enjoye. Aber jetzt kommt das große Aber, ne, vielleicht kommt ja auch mit Chapter 6 dann Open World mal, ne, eine Riesenwelt, die veröffentlicht wird, Open World Modus, könnte damit reinschallern. Und es gab eine Änderung tatsächlich an den Waffen-Mods. Nicht den Mods, die wir an die Waffen packen können, sondern an die Waffenanhänger. Die wurden entfernt. Entweder sind sie jetzt wirklich weg oder sie kommen und werden vorbereitet. Für Chapter 6, ne? Da gibt's coole Dinger. Waffen-Mods, beziehungsweise diese Anhänger seit Jahren in den Gesprächen. Ich freue mich drauf. Ach, ihr merkt, Freunde, es ist gigantisch. Und jetzt spinnt den Gedanken mal weiter. Chapter 6 ist auf einmal, ne, da. Aber wie kommt dann das eventuell, ne? Wenn da auch davor die Season OG Chapter 2 sein sollte. Ist ja am Ende ein Event. Und Chapter 1 End-Event wurde ja auch ein wenig neu gemacht und aufgepimpt. Stellt euch doch mal vor, weil wir in der parallelen Zeitlinie von Chapter 2 sind. Auf einmal findet das Chapter 2 Event statt und diese Insel flippt sich wieder. Oh ja, wäre das nicht krass, ne? Wenn sich wie in der OG-Season sind und sich die Map wieder flippt und das dann tatsächlich die Chapter 6 Map ist. Oder irgendwas anderes, das Event umgeleitet wird. Ne, wenn Chapter 2 natürlich die OG-Season dann reinballert, dann wird das natürlich auch ein Event beinhalten, ne? Ich find's einfach cool, man kann so viel schon Theorien aufstellen, worauf ich mich in der Zukunft freue. Da werden wir natürlich, Freunde, da kommt noch ein großes Event auf meinem Kanal. Wir werden einen Sabaton starten und richtig durchziehen. Es wird gigantisch dieses Jahr. Freut euch drauf. Und ich hoffe natürlich, euch hat's gefallen. Ich hab mega Bock, die Zukunft wird schön und in dem Sinne, Freunde, war's das gewesen. Haut rein, euer Schmerle und ciao!